Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Mr. Melanistan. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Milan Talk. Ja, heute geht's mal, ja, würde ich mal sagen, um Transfergerüchte, Freunde, denn das letzte Spiel gegen Cagliari, ja, weiß ich nicht, denke ich mal nicht, dass ich da großartig drauf eingehen muss, weil letzten Endes haben wir ein Spiel gesehen, wo man einfach gemerkt hat, dass 11 Leute auf dem Platz standen, die nicht wirklich Bock hatten, einfach 100% zu geben. Ne? Das hast du gemerkt. Also da war nicht jeder Spieler auf dem Platz geistig und mental. Und von daher, es war nichts Besonderes von uns. Um nur ganz kurz drauf einzugehen, hat man halt wieder gesehen, 4-3-3 mit den Leuten klappt einfach nicht. Erst recht, als dann noch der Suso raus ist. Und ja, auch ein Gustavo Gomez, der beim Gegentor absolut scheiße stand, hat wieder gezeigt, dass er in einer Viererkette nicht so gut funktioniert, weil sein Stellungsspiel einfach nicht gut genug ist. Und er wirklich eher ein Mann ist, für mit einer Dreierkette zu spielen. Ansonsten war das, ja, durch die Reihen durch wirklich kein guter Auftritt. Paletta, Alter, der holt sich die 50 rote Karte in dieser Saison. Da kannst du echt nur noch sagen, Alter, was ein Depp. Wirklich. Also ich finde, Paletta hat eine gute Saison gespielt, aber der ist echt ein Depp, Alter. Du kannst nicht 5 rote Karten in einer Saison holen, ne? Ich meine, okay, die rote war auch etwas hart, aber Alter, wenn du schon gelb hast, dann stell doch nicht den Körper noch so rein, ne? Da zeigt er mal ein bisschen Fingerspitzengefühl und der Palette, Alter, also der rennt da echt wie so ein Holzkopf teilweise rum, ne? Naja, dann ansonsten, also muss ich sagen, so im Großen und Ganzen am besten hat mir eigentlich Lapadula gefallen. Ja, Lapadula hat mir eigentlich so am besten gefallen gestern. Aber ansonsten war das ja durch die Reihen, durch wirklich einen schwachen Auftritt von unseren Jungs. Als Montella umgestellt hat auf ein 3-5-2, wurde es dann wieder besser. Dann hatten wir wieder mehr Präsenz und sind auch besser ins Spiel gekommen. Aber ja, als der Paletta sich dann gedacht hat, oh, ich hab Bock jetzt mal früher Feierabend zu machen, war die Sache dann auch wieder gelaufen. Also deswegen brauchen wir jetzt nicht großartig auf das Spiel einzugehen. Ich denke, dass es auch keinen von euch wirklich interessiert, weil es einfach um die goldene Ananas ging gegen Cagliari. Und ja, die Hauptsache ist, wir sind in der Euroleague. Wir können die scheiß Saison endlich mal abhaken und können uns jetzt auf den Mercato fokussieren, auf die neue Saison vorbereiten und einfach gucken, dass wir diese Saison, auch wenn wir in die Euroleague gekommen ist, sind so schnell wie möglich vergessen, weil ja einfach wirklich anstrengend war und teilweise echt enttäuschend, auch wenn wir in der Euroleague gelandet sind. Deswegen, Freunde, lasst uns anfangen mit ein paar Transfergerüchten. Ich fange jetzt erstmal mit einer Sache an, die mich persönlich ja nicht so sehr, wie soll ich sagen, freudig stimmt, denn ja, es wird halt immer wieder über Donnarumma spekuliert von den Medien und die La Repubblica haut jetzt noch einen drauf. Sie meinte, der neueste Vertragsentwurf für Donnarumma soll 4 Millionen Gehalt sein. Und jetzt kommt der Oberknüller, Freunde, eine Ausstiegsklausel, falls Milan sich nicht für die Champions League qualifiziert. Also, Freunde, jetzt mal ganz ehrlich, ja. Ihr wisst, ich bin ganz ehrlich und gerade heraus, das ist einfach nur meine Meinung und auch wenn ich jetzt einigen Leuten vor den Kopf stoße, das muss ich jetzt loswerden. Ich kann nur sagen, wenn das so stimmt, was die La Repubblica da meldet, dann finde ich, also bin ich wirklich sehr, sehr enttäuscht von Donnarumma, denn ich verstehe nicht, warum der Kerl sich so einscheißt, dass er mit uns die Champions League nächstes Jahr spielt, ja, weil der Typ ist gerade mal 18, ja, selbst wenn er in den nächsten 4 Jahren mit uns keine Champions League spielt, ist er 22 und kann noch 20 Jahre mit irgendeinem anderen Kackverein Champions League spielen, ja. Warum scheißt du dich dann so ein, wenn wir nächste Saison nicht Champions League spielen? Ne? Also wenn das stimmt, Freunde, ne? Das ist halt die andere Sache, ob es stimmt, das weiß man nicht. Aber mir geht das generell auf den Sack, dass sich diese Verhandlungen so lange hinziehen und wie heißt es, da hat auch Donnarumma seinen Teil beizutragen. Ne? Denn ich finde einfach, wenn du ein Milanista bist,
dann kackst du erstmal auf die Champions League, vor allem wenn du so jung bist, Alter. Ja, chill mal dein Leben. Was hast du denn vor? Ne? Wenn du jetzt 29 bist, du hast nur noch einen großen Vertrag, dann könnte ich das nachvollziehen, dann würde ich gar nichts sagen. Aber wenn du 18 Jahre alt bist und du bist ein Milanista, wie du selber sagst, dann würde ich mich anders verhalten. Dann würde ich persönlich, würde ich nicht sagen, hey, ich will unbedingt Champions League spielen und wenn nicht, dann ciao. Ne? Also Freunde, ich habe da kein Verständnis für, wirklich, ich habe da gar kein Verständnis für. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Wenn das wirklich so stimmt, wie die La Repubblica sagt, dann finde ich das ganz, ganz schlimm und bin echt richtig enttäuscht von Donnarumma. Und wenn das wirklich so ist, ey, ganz ehrlich, verscherbelt den Jungen. Weil mit so Leuten, ne, brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Dann will ich ihn verscherbeln. Ich habe es gelesen, hat Manu 65 Millionen für den bietet. Weg! Weg! So was brauchen wir nicht! Weg! 65 Mill, dann ziehen wir den Plizari hoch, bauen den auf und von den 65 Millionen können wir noch zwei, drei gute Spieler holen. Weil, ey, mit so Leuten, ne? Ich kann es nicht verstehen, aber ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, ich steigere mich auch gerade rein, wie ihr merkt. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, ich bin halt auch einfach schon 34, ja? So, ich bin in einer ganz anderen Zeit groß geworden. Ich bin mit so Leuten aufgewachsen wie ein Baresi, ja? Wie ein Maldini. Wie ein Totti, ich hab's alle noch erlebt, ne? Oder wie heißt der Stürmer von Udine nochmal? Di Natale. Versteht ihr? Mit so Leuten bin ich aufgewachsen. Und wenn ich jetzt da einen Donnarumma sehe, der gerade anderthalb Jahre mal ein bisschen was geleistet hat, sich als großer Milanista deklariert, und dann kommt so eine Scheiße, ey, da falle ich vom Glauben ab. Da siehst du gestern Abend noch Totti seinen bewegenden Abschied. Der sein ganzes Leben für die Roma gegeben hat, sein ganzes Leben, über 25 Jahre hat er für diesen Verein geschwitzt und geblutet. Und dann lese ich heute, ein Donnarumma will uns verlassen, wenn wir keine Champions League spielen. Der große Milanista. Ey, beim besten Willen, Leute. Ey, habe ich kein Verständnis für. Da bin ich einfach ein Fußballromantiker, sage ich euch ganz ehrlich. Dann bin ich in der heutigen Zeit einfach auch nicht angekommen. Ja, und ich kann nicht nachvollziehen, ich will nicht nachvollziehen und hab da kein Verständnis für. Ganz ehrlich. Und ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare hauen. Haut sie mir auch rein, wenn ihr sagt, ey, Alter, ich bin gar nicht deiner Meinung. Ich akzeptiere das alles, aber ich selber bin echt sehr enttäuscht, wenn das stimmt, dass dieser Donnarumma uns verlässt, wenn wir nächste Saison keine Champions League spielen, Alter. Also wirklich. Das ist schon harter Tobak, wirklich. Also, dann habe ich mich schwer getäuscht in den Jungen und habe keine Menschenkenntnis. Und ja, bin einfach ein alter Fußballromantiker, der in dieser Zeit nichts verloren hat, anscheinend, wo einfach nur noch das schnelle Geld und der Erfolg zählt und der Verein, das Trikot, das Wappen, das du trägst, anscheinend immer mehr an Bedeutung verliert, immer mehr Söldner nur noch unterwegs sind. Und ja, ich finde es wirklich traurig. Ich finde es wirklich traurig. Wirklich, muss ich sagen. Also von daher, Freunde, haut mir mal eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Also ich muss schon sagen, die Ausstiegsklausel, die hat mir heute echt, also da habe ich mich echt tierisch drüber abgefuckt, ne? So, ja, dann kommen wir zum nächsten Gerücht. Und zwar soll uns Niang zu Everton verlassen, ne? 16 bis 18 Millionen sind im Gespräch und ich muss sagen, ich habe von Young eigentlich schon viel gehalten am Anfang der letzten Saison. Ne? Aber man muss halt auch sagen, er hat stark abgebaut. Die gegnerischen Mannschaften haben sich letzten Endes auf ihn eingestellt. Und Young hat darauf keine Lösung mehr gefunden. Young ist halt generell ein Spieler, der ein sehr risikoreiches Spiel hat, weil er den direkten Weg im 1 gegen 1 sucht. Und wenn er nur einen Gegenspieler hat, auch definitiv, also auch sehr oft an ihm vorbeigekommen ist. Aber als die Gegner sich auf ihn eingestellt haben und ihn gedoppelt und getrippelt haben, hat ein Niang einfach nicht mehr die richtigen Entscheidungen getroffen, weil du musst dann halt dich auch öfters vom Ball trennen. Du musst öfters auch mal den Ball abspielen und nicht zwingend immer ins Training gehen, ins Dribbling gehen, was Niang aber nicht gemacht hat. Und oder es nicht, ja, hinbekommen hat, besser gesagt, ne? In England hat das jetzt besser funktioniert, weil er halt auch nicht gedoppelt und getrippelt wurde. In England stehen die Mannschaften nicht so tief wie in Italien. In Italien ist es einfach schwieriger, Leute auszudribbeln. Hat man jetzt speziell auch bei den Statistiken gesehen, so die statistischen Werte, welcher Spieler in welchem Land die meisten Dribblings gewonnen hat. Da hat man gesehen, bei Italien werden einfach generell weniger Dribblings gewonnen, weil die Mannschaften besser verteidigen. Und Niang tut sich das schwer. Nichtsdestotrotz sehe ich einen Niang nicht als Flügelstürmer an, sondern ich sehe ihn eher als Mittelstürmer an. Ja?
Wenn man jetzt sagt, ein Yang ist der Backup für einen Morata, der eventuell käme, könnte ich mich noch damit anfreunden, dass wir einen Yang behalten, wobei ich aber lieber einen Lapadula hätte. Ja? Und ich auch nicht glaube, dass ein Montella mit einem Yang als Mittelstürmer plant, weil ihm auch in der Zeit bei uns nie als Mittelstürmer hat spielen lassen. Und von daher muss ich sagen, im Nachhinein muss ich sagen, wäre es mir schon lieb, wenn Yang uns verlassen würde, weil ich einfach glaube, dass er bei uns nicht auf seiner stärksten Position eingesetzt wird, weil Montella da einfach auch die Durchsicht fehlt oder er einfach auch nicht mit ihm plant, keine Ahnung, auf dieser Position. Und von daher, ja, 16 bis 18 Millionen muss ich sagen, ja, dann lass ihn gehen zu Everton, ne? Weil ich auch mit dem Lapadula als Backup voll zufrieden wäre, wenn er bleibt. Ja. So, dann nächstes Gerücht, was ich auch sehr wichtig finde, Freunde. Ne? Stefano Luxoro, das ist jetzt ein Name, der euch wahrscheinlich nicht viel sagt, ist aber ein ehemaliger Juve-Scout. Und er genießt in der Szene einen sehr, sehr guten Ruf. Ja? Also, ich habe da jetzt schon mehrere Sachen drüber gelesen, dass er wirklich ein sehr anerkannter Typ ist und das nicht nur innerhalb von Italien oder Europa, nein, weltweit hat Stefano Luxoro einen sehr guten Namen als Scout und ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, genau am, wie soll ich das am besten beschreiben, wenn du ein gutes Team aufbauen willst, dann muss das Fundament stimmen. Und das Fundament für mich ist einfach ein sehr gutes Scouting-System. Und deswegen finde ich das klasse, dass wir so Leute holen wollen. Weil wenn du willst, dass der Verein sich irgendwann mal trägt, dann brauchst du unbedingt ein gutes Scout-System mit einem sehr guten Chef-Scout. Weil Stefano Luxoro wird als Chef-Scout auch bei uns gehandelt, der einfach gute Talente auch mal preiswert verpflichtet und vor allem auch verpflichtet, bevor jede Sau die Leute kennt, wie jetzt bei einem Patrick Schick oder so, ne? Dass dann auch wirklich mal No-Names geholt werden für wenig Geld, die dann sich bei Milan entwickeln und wir die dann irgendwann mal auch gewinnbringend verkaufen können, ne? Weil nur so hältst du dich als Verein finanziell im Spiel. Ne? Von daher, Stefano Luxoro wäre ein Mann, wo ich mich sehr drüber freuen würde und ich muss sagen, strategisch gesehen ist es sehr klug von den Chinesen, auch das Scouting-System bei Milan zu hinterfragen und von daher finde ich das absolut klasse. So, dann ja, die nächste Sache. Und zwar will, ja genau, kommen wir auf Morata zu sprechen, denn Morata ist im Moment einfach die heißeste Personalie bei Milan. Und ich muss schon zugeben, mich hat's überrascht. Ne? Also ich habe am Anfang gar nichts auf dieses Gerücht gegeben, weil ich mir gedacht habe, boah, bei der Konkurrenz, die wir haben, wird's wirklich schwer, Morata zu bekommen. Vor allem, ja, Man U, Chelsea und was weiß ich noch, was für Namen da mit ihm in Verbindung gebracht worden sind. Und ja, Morata scheint aber Wert darauf zu legen, dass er garantierte Einsatzzeit haben wird, ne? Denn bei Chelsea sieht es so aus, es wurde zuerst mit einem Abgang von Diego Costa kokettiert und dann sollte Morata ihn ersetzen. Man will auch Batshuayi loswerden und will aber auch noch Lukaku holen. Von daher würde Morata natürlich bei Chelsea eine enorme Konkurrenz mit Lukaku haben, obwohl er Antonio Contes absoluter Wunschstürmer sein soll. Sieht der Morata natürlich mit Lukaku eine enorme Konkurrenz, das nicht umsonst, denn Lukaku hat einfach sau viele Tore in der Premier League geschossen und ist einer der begehrtesten Stürmer weltweit. Also das kann ich schon verstehen, dass Morata sich da so ein bisschen vielleicht zu sehr unter Druck gefühlt setzt mit einem Lukaku im Hinterkopf. Dann gibt es aber auch noch die andere Version, dass Morata generell lieber nach Italien will, ne? Weil er einfach keine Lust auf England hat und die Spanier und die Italiener haben ja so etwa dieselbe Mentalität. Von daher kann man das schon nachvollziehen, wenn ein Morata dann lieber nach Italien will. Er soll sich momentan bei seinen Freunden erkundigt haben, hat sich Infos reingeholt über Milan, was da so abgeht, wie das abläuft. Und wir scheinen da wirklich sehr gute Chancen zu haben. Auch laut Sky sieht es so aus, dass Milan ihm einen 5-Jahres-Vertrag geboten hat mit einem ordentlichen Gehalt, 7,5 Mille Gehalt. Das ist echt schon richtig viel. Und Real will für ihn 80 Millionen, was wirklich sehr viel Geld ist. Milan
soll aber um die 60 bieten und ich denke, man wird sich am Ende in der Mitte treffen. Ich denke mal, der Deal würde dann in etwa bei 70 Mille nachher über die Bühne gehen. Und generell, Freunde, muss ich sagen, ist für mich einfach viel zu viel Geld für einen Stürmer, aber wir sind leider in einer Zeit angekommen, wo das nun mal die Preise sind. Deswegen können wir Fans uns so viel beschweren, wie wir wollen. Wenn wir einen ordentlichen, qualitativ starken Stürmer haben wollen, wie einen Morata, ja, dann musst du leider heutzutage solche Preise bezahlen. Das tut schon weh, aber bei Morata könnte ich es verkraften, ne? Bei einem Aubameyang wiederum, auch wenn er Torschützenkönig geworden ist, ihr wisst, was ich von ihm halte, da würde mein Herz bluten, aber bei Morata wäre ich persönlich noch dabei und würde sagen, okay, die 70 Millionen würde ich für einen Morata auf den Tisch legen, weil er wirklich noch echt jung ist und in meinen Augen auch vom Stürmertyp zu unserem System passt und einfach, ja, ein fast kompletter Stürmer ist. Ne? Also von Morata halte ich das schon relativ viel. Von daher würde ich mich sehr freuen und mittlerweile glaube ich wirklich, dass da auch was dran ist und würde dem Ganzen sogar 60-70% Wechselwahrscheinlichkeit geben. Ich halte mich da noch ein bisschen zurück, weil, ja, ich weiß es nicht. Also wir sind auch schon oft verarscht worden als Milan-Fans und von daher bleibt da immer so ein bisschen, wie soll man sagen, Misstrauen da. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich sehr gut im Rennen um Morata und von daher bin ich sehr gespannt, wie das weitergehen wird die nächsten Wochen. So, Freunde, ja, dann kommen wir zur nächsten Personalie und zwar sollen wir laut Sky sogar an Patrick Schick interessiert sein. Ne? Also Patrick Schick ist für mich momentan in der Serie A der Stürmer, den du vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich holen musst. Denn Patrick Schick ist für mich so vom Typ her so ein, ja, wie soll ich sagen, ich würde jetzt nicht übertreiben, indem ich den jetzt mit Ronaldo vergleiche, aber wenn ich mir seine Stärke im 1 gegen 1 anschaue, hat er durchaus schon Ähnlichkeiten mit einem Cristiano Ronaldo, weil er halt auch schnell ist wie Ronaldo, er ist körperlich sehr robust wie ein Ronaldo und im 1 gegen 1 ist er wirklich auch sehr, sehr stark, Freunde. Ne? Ich sage jetzt nicht so stark wie ein Ronaldo, aber er ist wirklich enorm stark im 1 gegen 1 und ist auch, wenn man sich die anderen Ablösesummen anschaut, ist der wirklich noch sehr preiswert zu haben. Also ich habe gelesen, 15 bis 20 Mille kannst du einen Patrick Schick schon haben. Würde ich sehr gut finden. Würde auch Sinn machen. Wir sollen angeblich Lapadula plus Geld für ihn bieten. Schick würde in dem Punkt halt auch Sinn machen, weil wir drei neue Flügelstürmer brauchen, Freunde, nächste Saison. Wenn wir einen Deulofeu wirklich nicht holen wollen, so wie es aussieht, brauchen wir drei neue Flügelstürmer. Und das Gute bei einem Schick ist, den kannst du nicht nur als Backup holen im Mittelsturm, sondern sein Spielstil ist halt so, dass er sich oft auch außen anbietet und dann mit guten Dribblings in die Mitte zielt. Also so gesehen, auch wenn er bei Sampdoria noch nie auf dem Flügel zum Einsatz gekommen ist, hat er durchaus die Fähigkeiten, den Flügel zu besetzen. Also von daher könntest du den Schick auch als Flügelstürmer einsetzen, wenn es hart auf hart kommt. Und so könntest du die Kaderbreite etwas, also du müsstest nicht, also es ist immer gut, Spieler zu haben, die mehrere Positionen spielen können, ne? So, und von daher wäre ein Schick natürlich eine interessante Option, aber leider sind auch viele andere Clubs an dem dran, weil es halt einfach ein Top-Talent ist, der eigentlich fast alles drauf hat, außer sein Kopfballspiel, da hat er noch Luft nach oben. Und ja, ich habe gelesen, Dortmund soll alles in die Waagschale für den werfen, Neapel ist an dem dran, Juve ist an dem dran, Inter ist an dem dran, also von daher, Freunde, es gibt sehr, sehr viel Konkurrenz. Und ja, ich glaube da jetzt eigentlich eher nicht dran. Also ich glaube nicht, dass wir so viele Chancen haben, aber ja, immerhin hat es Sky gemeldet. Von daher warten wir mal ab, was sich da noch ergeben wird. So, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Mann. Und zwar ist es jemand, auf den ich mich nicht freuen würde, aber ich denke, da könnte was dran sein. Und zwar geht es um Patrick Arnautovic. Und zwar soll laut der Sun, soll Milan an ihm interessiert sein. 17 Millionen Ablöse werden kokettiert. Ich selber halte halt nicht so viel von Arnautovic, nicht weil er nicht Fußball spielen kann. Nein, er hat in den letzten Jahren schon gezeigt, dass er sich fußballerisch weiterentwickelt hat und schon einiges drauf hat. Aber ich würde ihn nur als Backup erstens mal akzeptieren.
wenn ich ihn akzeptieren müsste, sagen wir es mal so. Generell würde ich ihn am liebsten gar nicht sehen, weil er für mich charakterlich ein Spieler ist, der absolut nicht dieses Trikot tragen darf. Ich habe keinen Bock auf Leute, die sich selber so wichtig nehmen. Und Arnautovic ist definitiv ein selbstverliebter Vogel, den ich eigentlich im Milan-Trikot nicht sehen möchte. Und von daher würde ich es ganz schlimm finden, wenn wir den holen würden. Auch wenn er fußballerisch schon als Backup auf jeden Fall in Ordnung wäre. Aber ja, wie gesagt, ich habe da keinen Bock auf den. Ne? Ja, so, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Personalie. Und zwar soll Milan Moussa Dembele von Celtic Glasgow im Auge haben als Backup und das sogar laut Di Marzio. Moussa Dembele ist auf jeden Fall einer, der hauptsächlich seine Tore im Strafraum erzielt und ist ein sehr starker Abschlussstürmer und ja, man muss halt auch schon kritisieren, es ist halt auch nur die schottische Liga, auch wenn er ein Herd voll Tore gemacht hat und noch ein sehr junger Spieler ist. Als Backup würde ich den noch akzeptieren, aber wäre für mich nicht unbedingt nötig, da ich mit Lapadula als Backup wirklich sehr zufrieden bin. Ne? Die Frage ist halt nur, ob Lapadula sich in der nächsten Saison nochmal auf die Bank setzt. Also das glaube ich dann weniger, denn Lapadula ist jemand, der spielen will, der den Anspruch hat zu spielen, und es könnte da schon Probleme geben, wenn wir ihn jetzt einen Morata vor die Nase setzen. Wenn du einen Dembele holst, der setzt sich erstmal auf die Bank, ohne zu murren. Wobei Lapadula auch nicht gemurrt hat, aber ich denke mal, das ist nicht Lapadulas Intention, bei uns noch ein Jahr auf der Bank zu sitzen. Von daher würde ich Moussa Dembele schon begrüßen bei uns. Aber es gibt auch noch einen Haufen anderer Interessenten, weil Dembele halt auch einfach schon seit zwei Saisons da wirklich sehr gute Leistungen bringt. Auch in der Champions League hat er in 6 Spielen 3-mal getroffen. Also er hat auch auf hohem internationalen Niveau nachgewiesen, dass er treffen kann. Und ja, da war auch der FC Barcelona beispielsweise dabei. Und von daher ist auf jeden Fall ein interessanter Mann, den ich als Backup auf jeden Fall begrüßen würde bei uns. So, dann kommen wir zum nächsten Mann. Und zwar geht es um Alfred Duncan wieder. Der wird ja mit uns in Verbindung gebracht. Aber ich habe euch schon damals gesagt, ich würde ihn nicht so gerne sehen bei uns, weil sein Passspiel wirklich nicht berauschend ist und ich keine Lust habe, noch einen Zapata im Mittelfeld zu haben, der da seine Fehlpässe spielt. Das Gute ist, die Roma soll nun auch an ihm dran sein. Und Di Francesco soll der nächste Roma-Coach werden und er könnte Alfred Duncan dann quasi mit dahin holen. Ich finde, wir wären dann sauber raus und müssen uns keine Sorgen mehr machen, dass Alfred Duncan dann zu uns kommen würde. Dann die nächste Personalie, Freunde, Deulofeu. Bei Deulofeu muss ich sagen, ja, war ich schon enttäuscht, dass wir ihn noch nicht mal versuchen zu verpflichten. Man weiß jetzt natürlich nicht, was hinter den Kulissen abgelaufen ist, Freunde. Das ist halt immer die andere Seite der Medaille. Ja, also ich finde, Deulofeu war die Saison eine Bereicherung. Ich denke auch, der Preis wäre fair gewesen, ihn zu bekommen. Aber man muss sich auch ehrlich eingestehen, dass Deulofeu auch Spiele hatte, wo er an seine Grenzen gestoßen ist. Wenn ich mir beispielsweise das Genua-Spiel anschaue, wo er gegen Laxalt kein Land gesehen hat und erst nach der Umstellung auf die linke Seite, also dass er quasi vor Laxalt flüchten konnte auf die linke Seite, dann ist er wieder besser gewesen, hat ein Spiel gefunden. Oder im letzten Spiel gegen Bologna hat er gegen den Mbaye auch nichts gemacht. Und erst als man ihn umgestellt hat in den Mittelsturm, dann wurde er besser. Ne? Deulofeu muss halt lernen, noch durchsetzungsstärker zu werden. Er ist körperlich noch nicht robust genug. Sein Abschluss, da hat er auch noch Luft nach oben. Aber ich hätte ihn trotzdem gerne weiterhin bei Milan gesehen, weil er auf jeden Fall eine Bereicherung für uns wäre. Dass wir ihn nicht holen, finde ich schade. Aber es gibt mit Sicherheit auch noch alternative Lösungen, wo wir vielleicht einen kompletteren Spieler bekommen, der stärker als Deulofeu ist. Und ja, ich finde es trotzdem schade. Deulofeu war ein guter Typ, der alles für uns gegeben hat. Und er ist eigentlich nicht bekannt dafür, dass er so diszipliniert gegen den Ball arbeitet. Also das Milan war wirklich erst so seine erste Station, wo er vorbildlich auch gegen den Ball geackert hat. Und das fand ich schön. Letzten Endes aber weißt du nicht, ob er auch weiterhin so gegen den Ball gearbeitet hätte, ne? Weil viele Spieler halt auch
teilweise halt auch nur kurzfristig motiviert sind und letzten Endes hätte sich das dann auch noch gezeigt. Ja, letzten Endes müssen wir abwarten, wer nun als Ersatz kommt, um sagen zu können, es war falsch, Deulofeu abzugeben. Wenn nachher, weiß ich nicht, ein anderer Spieler kommt, der wirklich geil ist, ja, dann denkst du ja, wow, super, dass wir Deulofeu abgegeben haben und ihn dafür geholt haben von dem Geld. Von daher, Freunde, ist es halt ein bisschen früh, das Ganze schon als Fehler zu deklarieren, und von daher halte ich mich da jetzt auch erstmal zurück. Es werden halt mehrere Namen mit uns in Verbindung gebracht. Ja, einmal dieser Tauvin oder Tauvin oder wie der ausgesprochen wird von Marseille. Das ist ein Flügelstürmer, der enorme Statistiken hat, der sehr, sehr viele Dribblings gewonnen hat. 93 oder so habe ich in Erinnerung. Also über 90 Dribblings hat er gewonnen in der Ligue 1. Und das ist ein sehr, sehr starker Wert, was mir zeigt, dass er auf jeden Fall schon mal stark im 1 gegen 1 ist. Er hat viele Tore innerhalb des 16ers erzielt, er hat auch viele Tore außerhalb des 16ers erzielt. Er hat mit beiden Füßen seine Tore erzielt. Also, das scheint schon ein sehr interessanter Mann zu sein, den ich aber persönlich noch nicht spielen gesehen habe. Deswegen möchte ich jetzt nicht unbedingt eine Hand für den ins Feuer legen. Vor allem, weil er auch bei Newcastle gescheitert ist in der Premier League. Aber letzten Endes ist er auch erst 24, und von daher bleibt er weiterhin ein interessanter Mann. Und jetzt zu sagen, er ist bei Newcastle gescheitert, deswegen wird er ewig scheitern, kannst du bei so jungen Spielern nicht sagen, ne? Petagna ist sogar in der zweiten Liga gescheitert als junger Spieler, und jetzt ist aber Atalanta rausgekommen. Das ist nun mal so bei jungen Spielern, die kommen nicht direkt, ne? Die können schon mal scheitern, ne? Oder ein Cristante, Alter, der ist bisher überall gescheitert, und bei Atalanta spielt er eine super Rückrunde. Also von daher, Freunde, das ist mir ein bisschen zu einfach, und ich glaube, dass das schon ein interessanter Mann für uns werden kann. Und ja, also ich bin gespannt, was sich da noch tun wird. Und ja, Papu Gomez wird auch immer wieder mit uns in Verbindung gebracht, aber er meinte ja in einem Interview, dass er am liebsten für einen Champions League Club spielen möchte. Von daher mache ich mir da nicht allzu viele Hoffnungen, dass der kommen könnte, obwohl ich schon sehr überzeugt von Papu Gomez bin. Sein Alter gefällt mir nicht, aber er ist definitiv ein Spieler, der uns direkt weiterhelfen könnte. Aber ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er zu uns kommen wird. Von daher müssen wir mal abwarten, wen es da noch so alles gibt und wer da mit uns demnächst noch in Verbindung gebracht wird. So, Freunde, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ein paar Sachen sind mal durchgegangen. Ja, mal sehen, was jetzt noch kommt. Ich werde weiterhin in der Sommerpause für euch mit so Transfer-Updates kommen. Das kann ganz unregelmäßig sein. Also verlasst euch jetzt nicht drauf, oh, wir haben heute Montag, dann kommt Milan Talk, denn die Saison ist vorbei. Kann auch sein, dass das jetzt mittwochs immer kommt oder donnerstags. Je nachdem, wie die Gerüchte kommen, was gerade so ansteht. Und von daher, Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ich weiß nur noch nicht wann. Und ja, dann würde ich sagen, bei diesem heißen Wetter, Freunde, es gibt nur einen Weg: ab ins Schwimmbad, falls ihr das noch könnt, oder an den See abends. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Und von daher, Freunde, würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Bleibt gesund, Freunde. Und glaubt mir, die nächsten Wochen werden sehr interessant für euch, Freunde. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe mich selten auf so eine Sommertransferperiode gefreut, wie bisher. Und von daher, Freunde, haut rein. Bis dann, euer Mr. Melanista. Ciao.